Ich muss jetzt hier noch eine Minute warten, bis ich da rein kann. Was passiert denn dann, wenn ich da... Ich weiß halt nicht, was die da unten befalten. Okay. Was befalten die denn da unten? Ja, dann bist du... Also erstmal kriegst du viel Schaden und dann bist du rausgeworfen. Ja, die bekämpfen jetzt den Endboss. Sicher, dass das der Endboss ist oder eher wieder den gleichen, den sie eben gemacht haben? Ja, ich setze es hier übrigens wieder zu. Naja, das ist ziemlich sicher der Endboss. Glaube ich, weil die... Ja, keine Ahnung, wenn sie halt das große Blumending angreifen, dann ist das vermutlich der Endboss. Ja, wobei, nee, das stimmt nicht. Wie seid, wie weit seid ihr jetzt? Jetzt kann man hier unten wieder nicht mehr durch. Wir sind gerade, haben uns Munition wieder gesniggert. Und okay, also der Verfolgding, sie ist jetzt vorbei. Das verstärkte Schild ist wahrscheinlich auch oben weg. Das heißt, jetzt noch mal eine Runde Gegner drüben, ne? Oder machen die jetzt unten unseren Boss im Endeffekt? Warum, oder? Ich habe hier zu viel Schaden bekommen. Ich glaube nicht, dass man da. Das ist da irgendwie eine. Gibt, dass ein Boss das ist. Der als erstes durchkommt, macht den Boss. Ja, aber sein Boss. Es gibt ja drei verschiedene. Ich glaube, die kommen einfach in der Reihenfolge. Glaube ich. Das kann natürlich auch sein. Das Ding ist, so werden wir halt hier nicht... Ja, beziehungsweise doch, der ist jetzt an der nächsten Barriere. Ja, okay, aber danach sind nochmal Gegner, ne? Ja, boah, Alter, ich hab, weiß ich nicht, zwei... Oh mein Gott, der läuft wieder zurück. Oder auch nicht, aber jetzt läuft er nochmal zurück. Aber er hat, ich hab hier teilweise echt irgendwie so 2 FPS oder so. Echt gut. Guck mal. Ah, ich hab extrem viele Achievements. 3 Achievements oder so bekommen. Achso, die haben doch die Blume gemacht. Ja, offensichtlich. Kann man jetzt zumindest mal reinlaufen und irgendwie. Haben wir ja viel gemacht. Ach, das hat jetzt, Leute, das hat mir ein Carpax Wams gegeben. Lol, mir auch. Nice. Okay. Ist das ein sicherer Fund? Weil das wäre natürlich übertrieben. Nice. Natürlich Alter! Hammer. Verloren mein Leben, Pro. Boah, Alter, ich hab keine Frames mehr hier. Gar nicht klar. Vier verlorene Validen-Truhen for free. Sag mal dazu. Komm bitte! Spiel, du darfst dich noch bewegen, ja? Guck mal, da kam nochmal ein Brot. Und nochmal eine Kiste mit Carapax-Wams. Alter, wie nice ist das denn? Hast du 2 bekommen? Ja. In der Tat. LOL. Spasti. Nice. Okay, also das lohnt auf jeden Fall. Ich meine, wir haben nicht viel gemacht. Ich gucke jetzt noch mal gerade an, was wir für Achievements denn jetzt im Endeffekt bekommen haben. Meisterin von Köln. Ich kann schon wieder kaum glauben, ne, dass du schon wieder der einfach instant 2 von den Dingern snackst. Was? Kann eigentlich gar nicht sein. Sehr gut. Okay. Besiegt den Moder und Bienenzüchter. Okay, natürlich, wir haben natürlich jetzt keinen einzigen Boss mit besiegt. Oder? Doch, haben wir wohl. Wir haben. Oder? Nee. Wir haben auch keinen Boss gesehen, eigentlich. Nee, wir haben keinen bekommen. Okay. Das hätte ich auch komisch gefunden. Ach so, komm, und jetzt ist Auszeit. Ich finde interessant, dass ich auch bekommen habe, verteidigt den Baum irgendwas. Mhm. Weil ich war eigentlich nur bei dem Golem. Naja, gut. Sieht die Mode und Baum. Ja, und das hier gibt's natürlich noch. Tauchmeisterin Trockendock Riss. Findet und nutzt deine Taucherbrille im Trockendock Riss. Ja, das wird noch Spaß. Ja gut.
Guck mal, man kriegt auch 50% magisches Gespür. Heldin der Einöde. Für den Rankenzorn. Nice. So, jetzt ist übrigens auch ja, die Ranken, zu denen sie offen. Das könnte man eigentlich auch nochmal gerade mitnehmen. Aber das haben wir schon mal in der Aufnahme gezeigt, also das müssen wir nicht aufnehmen. Ja, und dann würde ich sagen. Ach Moment, wir können den Fertigkeitspunkt noch mitnehmen, natürlich. Ah ja. Das ist natürlich auch nicht nur so dumm. Okay, das ist irgendwas zum Einnehmen. Oh. Und okay. Ich habe gerade eben schon gesehen, dass hier verlorene Banditentruhe liegt. Also ob der Wams wohl wirklich ein garantierter Drop ist, also der eine, gut, dass man zwei kriegt, ne? Aber der eine? Keine Ahnung. Na gut, dann würde ich sagen, unterbreche ich die Aufnahme aber nur. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wirklich bei der nächsten Instanz wieder. Glaube ich, denke ich. Ja. Gut, dann bis dahin. So, wir sind wieder da. Diesmal mit der zweiten Instanz. Und Moment. Gucken wir uns erstmal die Achievements an. Wenn ich sie dann finde. Das ist nämlich einmal. Hä? Ah, hier. Besiegt ohne zu sterben 4 Modrim-Werfer, bevor das Südtür im Lager der Standhaftigkeit durchbrochen wird. Das sind die komischen Typen, die Steine werfen. Also, wir dürfen aber nicht sterben. Und wo war das zweite? Ist gerade irgendwie dämlich. Ah, hier. Schließt die Story-Instanz ab, ohne zu sterben oder von Angriffen der Modrim-Werfer getroffen zu werden. Das heißt, die beiden Achievements sind unfassbar ähnlich. Ja. Ende der Geschichte eigentlich. Die beiden Achievements sind super ähnlich und wir fokussen die Werfer. Ja. Was willst du sagen? Kann ich starten? Hast du dann? Ja, ich seh noch eine Truhe, warte. Noch eine. Da ist noch eine. Ah, das kann doch nicht sein. Tja, machen wir doch mal ein paar Haufen seinen Sand auf, wenn wir wissen. Ich will das haben. Tja. Zwei Dietriche rausbekommen. Sagt man nicht nein zu war. Zephyriten oder Banditen? Es ist dann noch eine aufgegangen. Sowohl als auch. Oh, gut. Strecken, strecken, strecken. Hast du denn aus der Truhe jetzt irgendwas Cooles rausbekommen? Noch nicht. Achso. Kommt jetzt bei der hier. Okay. Ist das die letzte? Ja, na dann. Und? Irgendwas Cooles? 3 Obsidian-Scherben. Na gut. Ist auch nicht viel. Das haben wir schon schlecht erlebt. Guck mal, ich bin ein Ladebildschirm und ich lade. Von lange. Hier drüben. So. Freut mich, euch zu sehen. Leute, das ist mein Sohn Graham. Jetzt kommt dann das komische. Da kannst du auch viel Dialog skippen, ne? Die haben das so gemacht, dass du relativ viel von dem inhaltlichen Dialog in den Dingsies skippen kannst. Stimmt. So, jetzt nach unten, ne? Oh mein Gott, das erste, was passiert ist, ich laufe in so einen Stein rein. Ist das jetzt dein Ernst? Oh Gott. Ja, okay. Ich bei mir so. Ach so, das hat noch 2 Chiefs, ne? Ja, richtig. So, das heißt. Ja, okay. Noch ein Stein hat mich getroffen. Ja, und das ist mir jetzt sowieso egal. Nur darf ich jetzt dabei nicht sterben. Darf ich von den Steinen getroffen werden, oder was? Ja, das habe ich schon verkackt. Richtig, du darfst nicht von Steinen getroffen werden. Und du musst die Typen ja töten, bevor.
Aha. Bevor das die Tür da. Du darfst aber nicht sterben, weil also nein. Okay, einen haben wir kaputt. Also sterben, aber sterben ist generell scheiße. Das ist irgendwie richtig, ja. Ich glaube, hier bist du nicht mehr so in Gefahr, weil hier werfen die nicht mehr auf dich. Ja, richtig. Aber dafür sind hier ganz viele andere Gegner. Ich will nur töten 4, ne? Ja. Was juckt. Was danach passiert, ist glaube ich auch egal, ne? Du darfst halt, wie gesagt, du darfst halt nicht sterben. Nicht mehr so viel Zeit. Wahrscheinlich. Ja, der letzte. Einer geht noch. Komm schon. So, das war das. Wie gesagt, jetzt darf man nur nicht mehr sterben. Ach so. Überhaupt oh, ja, nicht. Bitte. Ja. Oh mein Gott. Oh, am besten nur da hier hinten. Unsichtbar. Können wir hinten so ein paar Gegner zu tun, dann ist das so. Jetzt können wir einfach nur noch warten, bis das Tor fällt, ne? Ja, ich denke auch. Eigentlich können wir uns wirklich schon zurückstellen und irgendwie aufs Nordtor gehen. Glaube ich. Ich glaube auch. Doch, keine Lebensanzeige oder sowas, ne? Ne, irgendwann geht das Ding einfach kaputt. Dass ich das dann eben verkackt habe mit dem von Stein nicht getroffen werden, ist natürlich jetzt schon übel. Aber du hast das noch, ne? Ja. Mhm. Jetzt durchbrechen die das ja gar nicht. Na doch. Wahrscheinlich erst. Wahrscheinlich gibt es tatsächlich irgendwie eine geheime Lebensanzeige und die geht jetzt noch ganz langsam runter, weil die diese blöden Werfer da getötet haben. Aber mussten wir ja. Ah, wir können halt jetzt ein paar Gegner töten und warten, bis das weitergeht, ja. Ärgert mich aber schon wieder, dass wir das jetzt zweimal machen müssen. Der Scheiß. Ja, wobei die Werfer sind uns auch respawned. Aber es wundert mich wieder, eigentlich hätte das ja jetzt schon wieder ein Achievement geben müssen, ne? Ja, wie gesagt, ohne zu sterben bis das Südtür down ist. Das heißt, ich schätze mal, wir werden das Achievement kriegen, wenn das Südtür down geht. Würde ich vermuten. So, jetzt. Im Optimalfall jetzt, ja. Also, wenn die Cutscene irgendwann mal, ne? Ja. Ja. So. Ja. Ah, das hat die drei ja. Modron-Teile. Soll jetzt hier nicht von den Steinen treffen lassen? Ja, du. Wie gesagt, bei mir ist der Zug schon abgefahren. Habe ich echt nicht drauf geachtet. Ich hätte nicht gedacht, dass der erste Kreis, der da in dem Lager aufspawnt, so ein Stein ist. Na gut. So, und woran sind wir eben nochmal gestorben? An dem befreit die Typen, ne? Aus der Verschlingung oder so. Bisschen Schiss, weil ich kann diese Steine nicht so sehen hier. Ansonsten gehe ich halt einen Schritt zurück. Ich glaube, dass wir hier fighten, ist sowieso nur so ein bisschen. So ein bisschen, bis das Ding halt kaputt geht. Mehr so ein bisschen sterben. Tour. Nein. Mehr sterben wäre uncool. Also halt insbesondere für dich, ne? Doof, weil ich weiß ja, dass ich letztes Mal gestorben bin. Ja, ich bin aber auch letztes Mal gestorben. Natürlich. Aber ich glaube, sterben ist halt ganz down sein, ne? Also.
Ja, das habe, da war ich auch schon. So, Kanone, darfst du dann jetzt bitte mal kaputt gehen? Oh, ich hab Lex. Ich auch. Zack. Oh, wenn ich jetzt dies hier, ne? Oh mein Gott, wow. Okay. Okay, da hat sich der Lag gerade aufgelöst. Uiuiui. Das war aber ein Server-Lag. Ein Server-Lag. Shit. Alter, schwer. Ja, hat mir gerade ein bisschen Angst gemacht, der Lag. Okay. Ah, ja. So, und jetzt kommt, glaube ich, der spaßige Teil. Beziehungsweise, ich glaube, das, was jetzt kommt, geht sogar noch. Jetzt müssen wir da so ein paar Gegner töten. Vor allem durch den ganzen Nebel hier. Wie gesagt, das Interessante, glaube ich, kommt erst gleich. Was hast du mit den Ranken, ne? Ja, genau. Aber das ist das, wo wir eben auch einmal down gegangen sind. Alter. Ja, vor allen Dingen werden die Ranken, das wo die Ranken sind, das wird auch geschossen von, von den Typen von außen, ja. Okay, also das war das. Jetzt. Schön auf den Boden achten. Drei Stück, ne? Voll. Und schon noch einer. Ich würde mal da die Ulti reinsetzen. Die Viecher auch ein bisschen abzulenken. Ich habe einfach vier von diesen Kleffern auf mir draufhängen, ne? Oh, ich habe auch so viele auf mir draufhängen. Alter. Mach das letzte Ding kaputt! Das ist echt uncool. Muss man gerade zumindest warten, bis mein Heal auf Cooldown ist, ja. Das hab ich gerade auch gemacht. Ah, jetzt lieg ich schon wieder. Oh mein Gott, ich hab das Ding gehealt. Ja, nice. Ach, Mann, warum das denn? Okay, ich werd geretzt von Trahan, glaube ich, irgendwie. Ja, das heißt übrigens ganz sterben. Ja, so. Oh mein Gott, ich lieg schon wieder. Nein. Lebst du jetzt oder nicht? Ja, ich lebe. Ich bin geroutet, 1000 Jahre lang. Alter, was müssen wir machen? Einfach nur deffen. Lass mal wieder nur ein paar Feinde killen. So lange bis halt hinten gleich die Ansage kommt. Nein, Kleffer. Bis die Ansage kommt, dass man die Signalfackel nach oben bringen soll. Ja, dann lass uns ja schon mal hier nach zur Treppe bleiben, ne? Oder musst du die noch irgendwo holen? Die musst du noch irgendwo holen. Und zwar nicht so weit. Alter Schwede. Aua, aua, aua. Tut doch nicht Not sowas. Okay, aber diesmal ist keiner ganz gestorben, ne? So sieht's aus. Ich glaube, das größte Problem ist halt jetzt echt schon beseitigt. So. Alter, links, da sind so viele von den Viechern, ne? Ja, das ist halt das, wo wir eigentlich treffen sollen. Ja. Kann er ja mal so ein bisschen reinschießen. Ja, aber sehr viel mehr als so ein bisschen reinschießen wollte ich da jetzt eigentlich nicht. Das ja, ich habe das Gefühl, dass das letzte Mal irgendwie schneller ging, deswegen. Ja, das wird wahrscheinlich schon irgendwie triggern. Vielleicht müssen wir hier irgendwie so 4-5 Viecher kaputt machen oder so. Weil alle haben wir auf jeden Fall nicht kaputt gemacht. Aber die eben, ich hätte nur, da hätten die Steine auch aufgehört. Das ist echt nur am Anfang. Ne? Ja, gerade haben die aufgehört. Okay, da sind ganz viele Heilmeister auch dabei. Ja.
Zeit wieder hochgeheilt. Jetzt. So, jetzt. Boah, jetzt kommt hier nochmal. Der war spawn. Oh mein Gott. Ah, ja, natürlich ist die Fackel da hinten. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Ich bin ja auf dem Weg, meine Zeit. Schütt mal eure Makaronis. Mach doch mal hier. So, Fackel habe ich schon mal. Ich muss noch einmal durch alle Gegner durch, so ungefähr. Ja, wir die meisten habe ich hier beschäftigt, so ein bisschen.